Hallo liebe Wagen, willkommen bei Shenmark Tarot. Ich möchte heute für euch Karten legen. Es geht um den Zeitraum 15. bis 30. April 2023. Da schaue ich mir gerne mit meinen Tarotkarten an, was euch in diesem Zeitraum so erwarten könnte. Ich schaue zunächst mal so das Thema. Was ist hier so das Thema in diesen zwei Wochen? Vielleicht die Chance oder Herausforderung für euch? Ja, ist eine allgemeine Legung, wie bei allen meinen Videos. Bitte entscheidet selbst, ob ihr mit dieser Legung in Resonanz geht. Personenkarten, die hier sichtbar werden, ja, wie zum Beispiel hier die Königin der Schwerter, kann natürlich auch für eine männliche Energie stehen, für einen Mann. Die Geschlechter sind hier ja, beidseitig zu erkennen, zu deuten. So. Eine Karte hier noch. Das habe ich aber lange gemischt. Wow. Zwei Zehnerkarten. 10 der Schwerter, 10 der Stäbe. Deutet sehr stark darauf hin, dass ein gewisser Prozess sich nun den Ende neigt, ja. Das heißt, irgendwas Anstrengendes hier mit 10 der Stäbe und auch 10 der Schwerter. Irgendwas war mühselig und hat sehr viel Kraft gekostet. Euch sehr viel Kraft gekostet, weil ihr seid hier als Königin der Schwerter zentral in der Mitte. Ja, irgendwas habt ihr lange überdacht oder lange euch abgekämpft mit und nun ist sozusagen die Phase eingeleitet, wo das sich dem Ende neigt bzw. fallen gelassen wird. Ja? Im Kopf, aber auch im Außen. Ja? Und hier in der Mitte die Königin der Schwerter, das ist ja eure Energie. Ja, mit dem klaren Verstand, mit diesem Schwert der Gerechtigkeit wird dem ein Ende gesetzt. Sehr gut. So, ich schiebe die Karten mal hier nach oben und leg mal direkt auf euch. Ich schaue mir mal an, wie fühlt ihr euch, wie zeigt ihr euch in den letzten zwei Wochen vom April? Zehn der Kelche. Sieben der Münzen, zwei der Stäbe, vier der Stäbe. Ja, eure Legung startet hier mit 10 der Kelche. Das heißt, ihr startet hier, was das Herz angeht, das Wohlgefühl. Ja, relativ großzügig, entspannt. Ja, hier ist eine Stimmung auch innerhalb der Familie, innerhalb der Partnerschaft, die vom Gefühl her sehr erfüllend erscheint. Sehr viel Glück, sehr viel Liebe, Harmonie untereinander. Es gibt jetzt aber ein Thema, dem ihr euch zuwenden müsst, sozusagen, weil da auch Entscheidungen anstehen. Und zwar geht es hier um diese 7 Münzen. Könnte hier was Berufliches sein, ja, dass man sagt, zu Hause ist alles in Ordnung, in der Partnerschaft ist alles harmonisch, aber was so den Job angeht, die Finanzen, da müsste sich mehr bewegen. Da ist irgendwas in die Schleife geraten. Geht nicht so richtig vorwärts, ja, oder ihr wartet da schon länger auf Ergebnisse, auf Nachrichten, oder es ist einfach der Zustand, dass momentan materiell zu wenig da ist, ja, zu wenig Geld, Gehalt ist zu niedrig, sowas. Wenn sich das hier auf ein Beziehungsthema beschränkt, dann sehe ich diese 7 der Münzen dahingehend, dass sich da ja im Außen zu wenig bewegt, was die Beziehung angeht.
Ja, der nächste Step. Zusammenziehen. Gemeinsam Haushalt führen. Pflichten verteilen. Ja, wer macht was? Wer übernimmt welche Aufgabe zu Hause? Eine Beziehung vertiefen, sie vielleicht auch besprechen, wie es weitergeht. Ja, Thema Langfristigkeit, das ist so ein bisschen in Stocken geraten, weil von Luft und Liebe kann man sich auch nicht dauerhaft ernähren. Ja, hier haben wir vier der Stäbe, sagt mir auch nochmals, dass es eigentlich zu Hause, in der Familie, in der Partnerschaft, vom Gefühl her sehr geordnet abläuft. Einige Wagen haben hier vor kurzem so ihren Frühlingsputz zu Hause gemacht, ja, haben sich hier sehr viel zu Hause aufgehalten, viel Zeit da verbracht, auch schöne Zeiten verbracht. Aber nun sagt die Waage, ich muss mich jetzt mal um andere Sachen kümmern, ja, um diese Münzen halt. Ich schau mal auf die andere Seite. Hier beim Gegenüber, was da so für Energien kommen von außen und dann entsprechend mit euch in Interaktion treten. Das Gegenüber kann hier euren Partner darstellen oder die Familie, Arbeitsumfeld, Freundeskreis, je nachdem, ja, welches Themenfeld euch derzeit am meisten beschäftigt. Aber ich denke mal, es sind die Münzen. Rad des Schicksals. Ritter der Stäbe, der Münzen, Entschuldigung. Page der Kelche. Einer noch. Und die Kraftkarte. Ja, das Rad des Schicksals hier beim Gegenüber. Große Veränderungen beim Gegenüber. Was ist da los? Ja, irgendwas hat sich verändert. Ja, und ihr merkt das auch, liebe Wagen. Hier haben wir einen Ritter der Münzen und der steuert hier auf diesen Pagen der Kelche zu. Ich sehe hier erstmal vom Gegenüber verstärkt Zurückhaltung. Vielleicht verhält sich dieser Mensch, um den es hier geht, derzeit weitaus mehr zurückhaltender wie zuvor. Zaghafter. Das kann bedeuten, dass entweder du sagst hier, es geht nicht so richtig weiter, wir sind hier irgendwo stecken geblieben, wie geht's mit uns weiter? Und euer Gegenüber versucht hier immer wieder mit süßen Worten zu beschwichtigen. Ja, sehr charmant und ja, immer wieder mit Komplimenten und netten Gesten, kleinen Blümchen, kleine Geschenke, Überraschungen, sehr lieblich, ja. Aber das könnte hier, sage ich mal, so als Taktik gewertet werden, um hier dieses Thema zu umschiffen. Um hier entweder das Thema Finanzen oder langfristige Pläne, gemeinsame Ziele, irgendwo auszuweichen, sich da bei dem Thema sozusagen bedeckt zu halten. Ich sehe hier auch irgendwas im Verborgenen beim Gegenüber, was euch nicht gesagt wird. Hier ist etwas beim Gegenüber, es wird nicht ausgesprochen, es wird damit zurückgehalten, das irgendwie auf den Tisch zu bringen. Ja. Möglich auch, das wird aber nur sehr wenige betreffen, dass hier das Gegenüber den Anschein erweckt, sage ich mal, mit euch in Bezug auf ein bestimmtes Projekt, auf eine Verbindung oder auf langfristige Pläne, vielleicht geht es einfach nur um gemeinsames Verreisen, sich zurückhält, weil hier nochmal jemand Neues aufgekreuzt ist. Oder dieser Mensch wurde überrascht von irgendeinem anderen Menschen. Und das hat die Situation nochmals verändert. Muss nicht gleich heißen, dass hier irgendwie eine Affäre startet. Wie gesagt, beim Gegenüber könnte hier plötzlich jemand aufgetaucht sein.
Jemand könnte hier auftauchen, der sozusagen die Gesamtsituation verändert, in der Art und Weise, dass das Gegenüber sich nun zurückhält in Bezug auf euch, liebe Waage. Ich kläre das hier mal mit dem anderen Deck. Ritter der Kelche. Der Eremit, acht der Stäbe. Ritter der Schwerter, Ass der Kelche. Fünf der Kelche. Drei der Stäbe. Zwei der Münzen. Zehn der Kelche und der Ritter der Kelche. Ja, sehr viel Gefühl, sehr viel Liebe, Harmonie, schöne Momente hier. Hast du sehr genossen. Aber als Ritter der Kelche hast du dein Herz nicht hundertprozentig verschenkt. Ja, ein Ritter mit seinem Pferd kann jederzeit wieder aufbrechen und davonreiten, wenn die Situation mal kippen sollte. Das hast du dir hier sozusagen vorgenommen, ja, dass du schnell wieder verschwinden kannst, wenn es dann doch nicht das große Glück ist oder nur den Anschein hat. Sieben der Münzen und der Eremit, ja. Du guckst nüchtern, was haben wir hier eigentlich? Was ist das wirklich Greifbare? Was passiert hier eigentlich im Alltag? Ja, Herzchen malen und auf dem Sofa kuscheln, das ist zwar ganz nett, aber was ist hier in der Realität, im Alltag lebbar? Wo funktioniert der Alltag gemeinsam? Wie gesagt, für einige kann hier auf einmal das Thema Beruf, Finanzen von großer Wichtigkeit werden, dass man sagt, jetzt muss ich mich mal um diese Aspekte kümmern. Hier der Eremit, der beleuchtet das Ganze sehr nüchtern und hat schon so eine gewisse Vorahnung, was da kommen könnte. Zwei der Stäbe, acht der Stäbe. Du willst da relativ schnell eine Entscheidung, eine Transparenz herbeiführen. Das ist dir total wichtig. Und weil hier der Ritter der Schwerter direkt daneben liegt, baust du vielleicht auch ein bisschen Druck auf, dir selbst oder dem anderen. Also hopp oder top, schwarz oder weiß. Sag, was ist jetzt? Ich habe nicht ewig Zeit. Ja. Ja, vier der Stäbe und der Ritter der Schwerter. Ja, also du hast dann eine gewisse Zeit lang irgendwas mitgenommen, genossen. Aber nun sagst du, wir müssen vernünftig bleiben. Hier der Eremit, wir müssen schauen, was lässt sich hier wirklich umsetzen? Was ist die Realität? Ja. Und das Ding ist hier, beim Gegenüber ist nämlich was passiert. Das Rad des Schicksals und das Ass der Kelche. Da kam irgendwas, dieses Angebot hier vom Pagen. Da kam dieser Kelch, der gereicht wurde. Willst du, willst du? Und deswegen ist hier dieser Mensch stehen geblieben in Bezug auf euch. Kann auch eine berufliche Situation sein, ja, dass du hier mit irgendeiner Antwort gerechnet hast, dass sich irgendwas hier positiv in deine Richtung entwickelt beruflich und hier der Interessent, der Arbeitgeber, das Angebot, ja, wurde nicht vertieft. Da kam es nicht zu weiteren Gesprächen, weil da jemand anderes aufgetaucht war. Fünfte Kelche hier drunter. Schlechtes Gewissen beim Gegenüber. Möglich auch, dass die hier
eine gemeinsame Vergangenheit haben und jetzt eine Annäherung wieder stattfindet, weil unter dem Pagen sind drei der Stäbe. Hier hat jemand große Pläne mit deinem Gegenüber und da könnte eine Konkurrenzsituation entstehen, sozusagen. Ja, dein Gegenüber hält sich hier zurück, auch mit dem Ritter der Münzen in Bezug auf dich, weil dein Gegenüber hier nun am Hadern ist. Waage oder die andere Option, was soll ich machen? Ich glaube, so ganz offensiv wird dir das nicht kommuniziert. Aber dein Gegenüber weiß nicht so recht, was er sie möchte, dich oder den anderen. Du sagst hier hopp oder top, also mach jetzt. Ne? Wenn du, die Waage sagt, also wenn du dich hier für die andere Option entscheidest oder mich hier weiter als zweite Option parallel mitlaufen lassen möchtest, bin ich weg, dann lasse ich das sein. So, ich ziehe noch mal zwei letzte Tarotkarten als Hinweis oder Ratschlag hier an euch. Ja, zwei der Kelche hat sich hier schon dreimal gezeigt während des Mischens. So. Sechste Münzen. Ja, liebe Waage, also ich glaube, du wirst hier von dieser Option abweichen. Hier deine zwei Kelche, das, was du dir vorstellst, wirst du woanders suchen, weil gerade diese Münzen hier mit der Waage, dieses Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, Verpflichtungen, sich treffen. Ja, einfach dieses Gefühl, dass beidseitig was kommt, kontinuierlich kommt. Ja, das fehlt dir hier in dieser Verbindung momentan. Und es fühlt sich einfach schöner an. Und dieses warme Gefühl der zwei Kelche, ja, auf Augenhöhe sich begegnen, kann ja auch nur entstehen, wenn wirklich beide kontinuierlich da irgendwas investieren. Zeit, Aufmerksamkeit, ein Anruf, Feedback. Ne? Wenn man da immer so in der Warteschleife gelassen wird, weil sich da zu wenig bewegt, dann verliert man ja irgendwann das Interesse oder man fühlt sich ungeliebt oder ungewollt oder man denkt sich, ah, der andere hat ja das Interesse verloren. Ne? Also ich denke mal, das hier momentan macht dich nicht so an und du wirst hier das fallen lassen. Was auch immer es ist. Ja, liebe Wagen. Noch eine kleine Anmerkung. Ab dem 21. April dreht Merkur rückwärts. Das ist bis zum 15. Mai so. Möglich, dass Entscheidungen oder Sachen, die man so vorschnell ausgesprochen hat, auch Trennungen, die in der Zeit ausgesprochen werden, könnten später nochmal revidiert werden. Auch könnte ab dem 21. April etwas passieren, womit man nicht rechnet, dass auf einmal irgendwas wieder auftaucht, ja, hier, womit man gar nicht rechnet. Also, dass die Dinge sich nochmal verändern um 180 Grad in die eine oder andere Richtung. Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass man in diesem genannten Zeitraum vom 21.04. bis 15.05. auf die Entscheidungen, Verkündungen, Informationen, die einen erreichen, ja, das sollte man nicht so viel geben. Ja. Auch selber sollte man sich da nicht so verleiten lassen, in dem Zeitraum endgültige Entscheidungen treffen zu wollen. Speziell auch Arbeitsverträge und Kaufverträge, sowas. Lieber abwarten und beobachten. Liebe Wagen, ich wünsche euch alles Gute. Bis bald wieder. Tschüss.